Hallo Leute, hier sind wir wieder mit einem weiteren Zufallsmatch. Diesmal wieder gegen einen Typen, dessen Namen ich überhaupt nicht aussprechen kann. Und wie ihr in der Team-Preview sehen könnt, hat er einen Zorak, was mich schon von Anfang an ziemlich verunsichert hatte. Denn, ich meine, Zorak, er könnte irgendein Pokémon reinschicken und ich würde es wahrscheinlich fälschlicherweise für das Pokémon halten. Und dann irgendwas Dummes machen, was in 3 gegen 3 Kämpfen sowieso blöd ist, wenn du von vornherein etwas Dummes machst. Also wie in der Beschreibung schon steht, ich habe den Kampf durch Aufgeben des Gegners gewonnen. Dazu muss man sagen, dass er auch ziemlich keine Chance mehr hatte, den Kampf zu drehen von dem Punkt an, wo er war. Ich hätte trotzdem nicht aufgegeben, weil ich eigentlich grundsätzlich Kämpfe nie aufgebe. Ich war mit meinem Maxax, meiner Makwana und meinem Bootswasser wieder am Werk und ich würde sagen, wir fangen an. Also, es war ein Sieg, wie sich jetzt herausstellt, kein R. Aber wie du auch sei, ich fange ganz klar mit meinem Maxax an. Und sie schickt vornherein ihr Zoroark in den Kampf, getarnt als ihr Apokalyp. Was ich aber nicht gewusst habe. Aber ich glaube, ja, ich wusste, dass sie auswechseln wird, denn... Na, das wusste ich eigentlich gar nicht. Ich habe nur ausgewechselt, weil ich eigentlich ein Siedewasser von diesem Apokalyp erwartet hätte und bin das mit meiner Aquana gegangen, das sowieso Hardspur-Absorber hat. Aber dass er ausgewechselt hat, sich das erübrigt und er geht jetzt in sein echtes Apokalyp und jetzt wusste ich, dass er Zoroark hat. Bin einfach für die Vergiftung gegangen, weil, naja, so eine Sache wie Vergiftung, Verbrennung ist immer gut beim Gegner. Und sehe ja Psychokinese, was merklich sehr verwunderlich vorkommt, zieht noch so gut wie nichts ab. Ich gehe einfach nochmal für Schutzschild, um einfach zu sehen, was er jetzt einsetzen wollte. Und jetzt zeigt er mir den Eisstrahl, was noch verwunderlicher ist, also nicht so verwunderlich wie die Psychokinese, aber trotzdem. Das heißt, ich weiß schon mal, mit Bugsack switchen ist nichts. Aber ich weiß, dass ich behutsam in meinen Hutsasser switchen kann, da ich weiß, dass Eisstrahl und Psychokinese nichts macht. Hier geht dafür die, also hier setzt er Genesung ein. Wahrscheinlich hat er einen Angriff meines Aquanas erwartet oder wollte einfach nur wieder zum maximalen KP kommen, aber mir auch egal. Denn ich habe den Gigasauger bei mir. Jetzt wechselt sie aber aus. Genau in ihr Zoroark. Und ich habe das eigentlich gar nicht prediktet, denn ich wollte einfach in den Schutzschild gehen, um zu sehen, was sie jetzt einsetzt. Und hier habe ich ein blödes Spiel gemacht. Ich, anstatt in meinen Maxax zu gehen, weil ich irgendwie gewusst habe, die Zoroark hat den Flammenwurf, bleibe ich drin. Ich habe zwar auch gewusst, dass ich Flammenwurf aushalte, aber trotzdem, besseres Spiel wäre gewesen, dass ich mir so in Maxax gehe. Aber trotzdem, ich überlebe und diese Zoroark kriegt voll die Pilzspore ab. Deshalb und... Ja. Sie wird zurückgerufen. Und schickt das echte Apokalyp rein, das ab diesem Zeitpunkt keine Chance mehr hatte, dem Gigasauger zu entkommen. Vor allem auch noch wegen der Vergiftung. Und ich kriege einfach immer mehr KP noch zurück. Und ja, sie hat sogar noch eine Zitrobeere gehabt. Aber sie hätte genauso auch die Überreste nehmen können. Was ich jetzt auch nicht verstehe. Aber Toxin, Thema stärker und auch ich. Ich setze immer weiter Gigasauger, denn ich weiß, egal was da reinkommt, wird den Gigasauger nicht so verkraften. Der Eisstrahl ist zwar sehr effektiv, bringt mir aber auch nicht viel, denn ich regeneriere alles wieder mit Gigasauger zurück. Weshalb es jetzt an einen Punkt kommt, wo selbst Genesung einsetzen nicht mehr viel bringen würde, da Gigasauger kommt zum Toxin, sie irgendwann einfach in der gleichen Runde umbringen würde. Deshalb bringt es auch nicht viel. Hier sieht sie das ein und ich glaube, ja, hier hat sie den Kampf dann beendet. Und wenn euch das gefallen hat, like, subscribe und hoffe, in Zukunft kommen noch mehr Zufallsmatches. Ich habe nicht so viel Zeit dafür, aber ja, wird schon gehen. Ciao.